Meine Lieben, heute ist der 24. Juni 2021 und es regnet. Aber jetzt schaut mal das an. Der Rosmarin, dieser Tipp mit dem Rosmarin, der scheint gewirkt zu haben. Ach, wenn ich jetzt sowas sage, vielleicht war die Schnecke auch noch einfach da. Aber bei den anderen hatte ich eben geguckt und da war alles im grünen Bereich. Also hier war gar nichts, da auch nicht. Und da hinten bin ich jetzt noch nicht hin, weil ich sowieso platschenass bin. Tschüss, macht's gut. Und der Regen, der ist reinigend und tut gut. Kirschen bei Regen, die schmecken besonders lecker. Und sind sie auch noch frisch gewaschen. Schon voll. Ein Regenteich. Wie nennt man die nochmal? Himmelsteich. Nee. Hatten das so einen besonderen Namen. Es ist jetzt so ungefähr 14 Uhr. Ich gucke gleich nochmal. Und ich bin nochmal am Hügelbeet. Also, der Kaffee ist natürlich mittlerweile weggeschwemmt. Ich bekomme aber morgen bekomme ich von der Octavia neuen Kaffee. Und im Moment habe ich hier keine Schnecke gesichtet. Jedoch hier unten, da wo sie eigentlich auch hingehören, wenn sie nur die abgestorbenen Blätter verspeisen würden, dann wäre es ja schon gut. Aber hier sehe ich, ist auch noch mal ein richtiger Riese hier. Die muss ich natürlich wegmachen, weil das sind ja auch die, die nachher tausende von Eiern legen. Ansonsten sieht es echt ganz gut aus. Meine Blätter frei, was die natürlich auch immer total gerne machen. Hier die, ne? Die Blattknospen abknabbern. Die Blattknospen abknabbern, das machen die immer sehr gerne. Super gerne. Juhu! Ich bin wieder im Glück. Ich habe nämlich drin aufgeräumt und dann fange ich an einer Ecke an und denke, oh weia!
Das ist die Rose, die am Bambus wächst, mit Efeu direkt am Nachbarszaun unter der Fichte. Und jetzt schaut, da es ja immer wieder regnet, sind die Blüten etwas angeschlagen. Teilweise aber auch noch Knospen, und das ist jetzt echt, ich werde vielleicht einfach mal einzelne rausnehmen. Jetzt melde ich mich heute zum letzten Mal, weil es ist so köstlich. Ich habe gerade eine Beere gegessen, und zwar eine von denen da. Seht ihr die? Und wisst ihr, wie die schmecken? Wie warmer Wald, süß und wie Himbeere. So wie früher diese Himbeerbonbons, nur halt ohne Zucker, also schon süß. Und dann so nach Wald und nach... also einfach nur köstlich. Ich guck mal, dass ich da jetzt dran komme, ohne dass ich hier großen Flurschaden anrichte. Ich glaube, ich habe schon welchen angerichtet. Oh, Blätter sind abgeknickt. Oh. Aber es hat ja alles keinen Sinn. Doch, ich komme da dran. Einmal Dankeschön. Zweimal Dankeschön. Jetzt. Kaum Kerne. Wald, Himbeeren, Wärme, Sonne. Jetzt schon wieder. Also, ich verabschiede mich für heute und wünsche euch alles Liebe aus meinem kleinen Paradies im Regen. Eure Bina. Glückliche Kinder in glücklichen Familien, Artenreichtum und Blütenmeer. Und bei Regen, die Kinder, ab in den Regen. Mit Schirm und Gummistiefeln, Matschhose. Und dann darf man in Pfützen rumspringen und sich am Regen freuen. Alles Liebe, die Bina.